So, hallo Freunde des Schreibens. Heute werde ich mal ein paar Fragen beantworten, die mir schon öfter gestellt worden sind. Und zwar zum Thema Anfänge von Kapiteln oder Anfang des Romans. Das ist auch so ein Steckenpferd von mir, womit ich lange Probleme hatte und durchaus immer noch Probleme habe. Kurzer Blick zurück in die Geschichte. Als ich angefangen habe zu schreiben, war natürlich das Schwerste auch mal der Anfang von jedem Kapitel, vom Romananfang ganz zu schweigen. Meistens habe ich das damals über Wetteranfänge gelöst und ich habe auch mal geschnüffelt in meinen Relikten der ersten Stunde und da fingen die Texte zum Beispiel so an. Die Sonne hatte den östlichen Kamm der Berge noch lange nicht überschritten. So war Kesu wie auch an den vergangenen Tagen heute wieder außergewöhnlich früh auf den Beinen. Die großen Sojafelder mussten so schnell wie möglich bewässert werden, damit die gleißende Sonne den Boden nicht bis zum Äußersten austrocknete. Denn eine Dürre hatte das Tal von Quinn in den letzten Wochen heimgesucht und die Bauern des Dorfes Chensu konnten sich nun nicht mehr darauf verlassen, dass die Felder wie sonst vom herabfließenden Wasser der Berge fast selbstständig bewässert wurden. Abgesehen davon, dass der Satzbau unheimlich lang und verschachtelt ist, also die Qualität ist jetzt mal ganz zu schweigen, das war Satz der ersten Stunde. Wetteranfang. Hier noch ein anderer Anfang. Auch wieder Wetter. Die Nacht verlief wie immer sehr ruhig. Tausende Sterne hatten die schier unendlichen Felder Quinns in ein blaugraues Licht getaucht. Das Korn wog sachte an der lauen Sommer, in der lauen sommerlichen Brise und die klare Luft roch überall nach frischem Gras. Das Wasser des großen Flusses und der vielen Bäche und Seen glitzerte beschaulich im hellen Schein des Mondes. Aus der Ferne betrachtet tanzten überall in den Provinzen kleine Lichter am Horizont. Es waren Fackeln, die allmählich in den Städten und Dörfern ausbrannten. Wieder quasi über das Wetter und wieder über das gesamte Tal von Wind. Das war damals irgendwie so ein Standardanfang, noch eine andere Möglichkeit. Im Tal von Quinn brach allmählich der Abend an. Die Sonne berührte schon den westlichen Kamm der Berge und warf ihr angenehmes rotes Licht über das Land. Die Hitze, die das Tal in den letzten des Tages der Trockenzeit heimsuchte, wich langsam dem kühlen Hauch der Abendbrise. Irgendwie wiederholt sich das auch alles. Noch ein letztes, der starke Regen wurde in dieser Nacht schwächer und die Wolken lockerten ein wenig auf. Nach 5 verregneten Tagen schien heute endlich wieder die Sonne. Der Himmel hatte sein Gesicht von trübem Grau in ein mattes Blau gewandelt. Also am Anfang habe ich Texteinstiege immer so gelöst, indem ich irgendwie das Wetter in Quinn beschrieben habe oder scheinbar das Tal von Quinn. Naja, denken Sie immer so in die Geschichte. Das ist mir aber selber immer wieder negativ aufgefallen, aber ich wusste einfach nicht, wie ich es besser machen sollte. Jetzt ist der erste Tipp von mir, was man da am besten macht. Oder sagen wir mal, was ich gemacht habe, war natürlich erstmal in Bücher reingucken, wie haben es denn andere Autoren gelöst. Ich habe hier vorhin wirklich willkürlich Kapitel aufgeschlagen und es sind drei unterschiedliche Anfänge dabei rausgekommen. Also hier zum Beispiel Bernhard Die Elfen, das hatte ich mal vom Heine Verlag auch geschenkt bekommen bei einem Wettbewerb. Norell saß im Schatten zweier Linden und ließ sich von Farodins Flötenspiel und Nuramons Gesang berühren. Fast schien es ihr, als schenken ihr die beiden Werber mit ihren sanften Weisen die Sinne neu. Versonnen betrachtete sie das Spiel von Licht und Schatten im Blätterdach weit über ihr. Ihr Blick schweifte hinab zu der Quelle, die knapp außerhalb des Schattens lag. Also hier der Einstieg ist natürlich darüber, dass eine Person irgendwo an einem Baum sitzt, zwei Männer machen was und bezirzen die Frau hier. Also Einstieg einfach über eine Geschehensbeschreibung, was passiert und darauf bauen dann auch die Dialoge auf, wobei ich hier feststelle, der die ersten Dialoge fangen wir erst an nach gar nicht in dem Kapitel wird sich irgendwie nicht unterhalten, doch nach 4 Seiten. Also da kommt eine ziemlich lange Vorbeschreibung, was so alles noch passiert ist. Ja. Nur die Situation. Also eigentlich auch so ein bisschen so, wie ich es gemacht habe, aber irgendwie besser, weil ja schon Leute da drin agieren. Das war meine erste Lektion dabei. Leute müssen irgendwie was machen. Also wenn man nur die Natur beschreibt, dann ist das so eine stumme Beschreibung, das ist irgendwie langweilig. Jetzt hier von George R. R. Martin, Das Erbe von Winterfell, das ist Band 2 von dieser großen Saga. Da hatte ich jetzt aufgeschlagen. Die Wälder waren voll Geflüster. Mondlicht zwinkerte in den wogenden Fluten des Baches unter ihr, während dieser sich seinen steinigen Weg durchs Tal bahnte. Unter den Bäumen wieherten leise die Streitrösser und scharrten über den feuchten, blätterübersäten Boden, während Männer im Flüsterton nervöse Scherze rissen. Hin und wieder hörten sie das Klirren von Speeren, das feine, metallene Rasseln von Kettenhemden, doch selbst diese Geräusche klangen gedämpft. Auch hier sind wir wieder in der Natur, nämlich in dem Wald, der scheinbar voller Geflüster ist. Da kann man sich ganz gut schon wieder was vorstellen. Das ist, finde ich, besser als der Wind säuselte irgendwo. Aber auch hier machen wieder Männer irgendwas.
und interagieren. Und jetzt nochmal ein drittes, Frank Herbert, das ist jetzt Science Fiction, die Ordensburg des Wüstenplaneten, also aus der Dune-Geschichte. Hier ist das Besondere, das war ja so ein ausschlaggebendes Werk, was mich überhaupt auf Gedanken gebracht hat, Gedanken in meinen Roman einzubringen, wenn ich euch das jetzt mal zeige. Leto der Zweite, der Gottkaiser, sagt hier was. Jedes Kapitel fängt damit an, dass irgendwie aus den Annalen von irgendwas oder aus irgendwie der Kodex, dass irgendwo so Gedankenausschnitte oder philosophische Ausschnitte über das Gedankengut dieser Menschen vorangestellt ist. In dem jeweiligen Kapitel, na, darüber hat man eigentlich auch mal einen schönen Einstieg. Und dieser Leitspruch, also dieser kurze Leittext, der immer vorangestellt ist, spiegelt auch so ein bisschen immer den Inhalt des Kapitels wieder oder spielt zumindest darauf an. Den muss ich jetzt eigentlich nicht groß vorlesen, aber darunter ist was ein schöner, geht der Text an sich ganz gut los. Nämlich mit Gedanken, die sind kursiv geschrieben. Sie nennt mich also die Spinnenkönigin. Die große geehrte Martha lehnte sich in ihrem schweren Sessel hoch auf dem Podium zurück. Ihre verwelkte Brust erbebte in stummen Gelächter. Sie weiß, was passieren wird, wenn sie sich in meinem Netz verfängt. Ich werde sie aussaugen. Das waren also natürlich, das ist jetzt schon hier der sechste Band der Dune-Saga. Im ersten ist es natürlich genauso. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, Mensch, wenn man über innere Monologe einsteigt, über irgendwelche Gedanken, ist das auch ein ganz schöner Einstieg. Also ich habe mittlerweile hier in der Fassung, die auch bei Nearbooks lesen konnte, das ist ja nicht mehr die aktuellste Fassung. Es gibt ja irgendwann mal jetzt eine komplett überarbeitete, wo 90% geändert sind. Aber dazu habe ich in einem anderen Video was gesagt. Oder werde es noch sagen. Da habe ich mich jetzt für diverse andere Einstiegsmethoden entschieden. Und zwar, ach so, wenn man mal sich Filme anschaut und guckt, wie jede Szene anfängt und versucht, das in Worten auszudrücken, das ist auch mitunter ein ganz schöner Einstieg. Aber darüber bin ich mitunter auf das Wetter gekommen, da Filmszenen oft erstmal so eine Landschaft widerspiegeln. Es sei denn, sie fangen mitten im Geschehen an. Und da bin ich jetzt bei meinen Einstiegen, die ich jetzt verwende. Und zwar mit einem unvermittelten Einstieg, zum Beispiel in Streit. Das war in der Einfassung von Quinso als Shigeru Heng gegen die ganzen, also wer es gelesen hat, Shigeru Heng gegen die ganzen anderen Ratsherren bei der großen Ratssitzung wettert. Ich finde jetzt das Kapitel leider nicht, hier liegt das Buch. Über ein Streitgespräch, also mitten ins Geschehen einsteigen. Cool ist es, wenn man da mitten in den Dialog einsteigt. Und dieses Vorgeplänke, wie alle sagen sich Hallo oder sowas, lässt das einfach weg. Dann hat man nämlich eine ziemlich kurze Erzählzeit, aber eine große erzählte Zeit, weil man mitunter in den ersten zwei der Sätzen schon klarstellen kann, was vor dem Streit alles passiert ist oder wie es überhaupt zu dem Streit gekommen ist. Also ich steige sehr gerne mittlerweile eigentlich direkt in einen Dialog ein. Wenn ich ein Landschaftsgeschehen beschreibe, dann mittlerweile mit einer Handlung, also zum Beispiel der Kutschenfahrt. So fing ja jetzt das Buch, was auch online ist, an. Die Luft in den Straßen war warm und verbraucht, die Sonne längst untergegangen. Allmählich erloschen die Kerzen in den Fenstern und die letzten betrunkenen Gäste wurden am Straßenrand aus den Tavernen gehievt. Wie auf der Flucht raste eine einzige Kutsche scheppernd über das Kopfsteinpflaster. Staub wirbelte hinter den Rädern auf. Hier und da zogen Vagabunden ihre Beine ein. Sie zeigten sich erst spät in der Nacht, um auf den aufgeheizten Steinen zu schlafen. Und dann kommen auch wieder die Gedanken, früher hatte es die in Quinn nicht gegeben, dachte die Frau in der Kutsche und musterte die hageren Männer aus den Augenwinkeln. Also hier auch Gedanken wieder in Bezug zum Geschehen. Trotzdem weiß man in etwa, wie es nachts in Quinn aussieht, wenn da so die Lichter ausbrennen. Das kann man sich ja ganz gut vorstellen, wenn es leer ist und nur noch die letzten Gäste liegen dann auf der Straße. Man könnte auch zum Beispiel einsteigen über, wenn jetzt Kanonen irgendwo langrollen über das Land, dann kommen gleich Gespräche an der Front oder sowas, dann ist man scheinbar schon im Kriegsgeschehen und spart sich auch wieder vorher alles zu beschreiben, wie man da langsam hingekommen ist. Ja, da überspringt man langweilige Dialogeinstiege. Ein anderer Einstieg, den ich noch gefunden habe bei mir, ist ein Traum. Wenn man über einen Traum einsteigt und der wird erst als realistisches Geschehen beschrieben und dann wacht die Person aber irgendwann auf, das finde ich eigentlich immer ganz schön. Oder über Briefe und Gedanken. Das ist jetzt im Moment die Art und Weise, wie ich auch generell in Quinn einsteige, also was, so fängt nicht jedes Kapitel an, aber das erste Kapitel jedes Bandes, also wirklich das Auftaktkapitel, fängt mittlerweile bei mir so an. Also ich habe für mich persönlich festgestellt, ich finde Bücher immer dann interessant, wenn der Einstieg auch irgendwie emotional ist. Da muss nicht direkt ein Krieg ausbrechen oder da muss kein, ja, weiß ich nicht, es müssen jetzt nicht so ein dramatisches Weltgeschehen muss jetzt nicht stattfinden. Aber wenn eine Person irgendwas sehr Berührendes macht,
und irgendwie verzweifelt ist oder sowas oder eben in einem Streit ist oder so. Das ist für mich eigentlich so der schönste Buchanfang überhaupt, für mich ganz persönlich. Und deswegen fange ich natürlich meine Bücher damit an. Ja, dann komme ich nämlich, ich habe ein paar Notizen gemacht. Zum wichtigsten Anfang, nämlich dem Anfang der Geschichte insgesamt. Ich möchte euch dazu jetzt mal den Anfang vorstellen von Schicksalsklage in der neuesten Fassung von mir, also von Quinn. Moment, den muss ich jetzt kurz aufrufen. Oh, und ich habe den jetzt im Moment gerade nicht aufgerufen. Augenblick, das dauert jetzt 2 Sekunden. Also das mache ich mir jetzt so ein bisschen zur Leitidee in meinem Buch, dass ich mit Gedanken, mit Monologen als Gedanken oder mit Briefen als Gedanken anfange, die schon so in die Situation einleiten. So, jetzt hier, das ist die größte Datei, da sind ja alle Kapitel drin. Na? Das ist jetzt hier exklusiv, weil irgendwo zu lesen gibt es das ja noch nicht. Tut mir leid, das kostet jetzt kostbare Zeit. Hier. Also das ist jetzt ein Brief, der ist insgesamt kursiv geschrieben. Daran erkennt man auch, dass es ein Brief ist. Beziehungsweise erkennt man deshalb, weil, dass es ein Brief ist, weil ich habe so als so briefmäßig geschrieben und darunter steht auch, woher das ist. Also das ist jetzt zum Beispiel, hier steht jetzt nur Min Jiao drunter als Name. Dann weiß man schon, dass es ein Brief ist. Und zwar erst sogar in dem Brief ein Zitat einer anderen Person. Wenn du nicht bald etwas tust, wirst du daran zugrunde gehen. Du wirst sterben. Nicht körperlich, aber seelisch. Die Worte meiner besten Freundin. Wie recht sie hat. Wenn ich dann und wann aus dem trüben Fenster meines Gemachs über die von Regen überschwemmten Dächer der Stadt blicke, sehe ich meinen Geist dahinscheiden. Gepresst in ein grünes Seidenkleid, die Haare mit Goldschmuck und Perlen hochgesteckt, das Haupt bedeckt von der Krone einer Prinzessin, bin ich nichts weiter als eine Gefangene. Gefangen im eigenen Palast. Mutter ist fort. Mein Vater, der Mann, der sich König schimpft, versucht seine Probleme im benebelnden Geist von Reisschnaps und Glühweinwein zu lösen. Sein Berater ist nichts weiter als der Leibwächter meiner Zelle. Jede andere Prinzessin hat während ihrer Kindheit mit anderen Mädchen gespielt, sei es in den Palastgärten, in den Straßen der Städte oder draußen auf dem Land. Jede andere trifft sich auf Bällen mit jungen Prinzen, tanzt, kokettiert, lebt. Jede andere bekommt von ihrem Vater das Gefühl, geliebt zu werden. Seine Prinzessin zu sein. Sie alle werden darauf vorbereitet, eines Tages den Thron zu besteigen. Eine Kindheit, die ich niemals hatte. Nun bin ich erwachsen. Und dennoch wünsche ich mir nichts sehnlicher, als unter Menschen zu sein. Ich würde sie um mich scharen, mich unter das Volk mischen, Feste feiern, spielen, Theater besuchen, den Sinnlichkeiten des Lebens frönen, womöglich sogar das Gefühl der wahren Liebe kennenlernen. Leben. Wie viel von alledem schon an mir vorbeigezogen ist. Nichts als Schatten einer nie dagewesenen Vergangenheit. Die Zeit wird nie mehr zu mir zurückkehren. Sie ist fort. Min Jiao. Dann geht's im Text weiter. Min setzte ihren Namen mit schwungvoller Federführung. Es war das erste Mal, dass sie ihre Gedanken niederschrieb. Miharu hatte ihr dazu geraten. Als fiele eine schwere Last von ihr ab, stellte sie die Feder zurück in das Fässchen und klappte das neu begonnene Tagebuch zu. Das ist jetzt der Anfang von Band 1. Wenn euch der nicht gefällt, sei das jetzt dahingestellt. Mir persönlich gefällt er, weil das so ein Fenster in die Emotionswelt von Min Jiao ist. Und man kriegt schon ziemlich viele Informationen, was eigentlich bisher passiert ist. Ja, das ist jetzt auch mal der liebste Anfang in dem Buch. Band 2 fängt auch mit einem Brief an. Aber mit einem richtigen Brief. Das war jetzt ja ein Tagebucheintrag. Tagebuch finde ich sowieso in einem Buch ganz cool. Also bei mir zieht, bei durch Quinn zieht sich sowieso jetzt ein Tagebuch, nämlich das Tagebuch von Min. Und dieses Tagebuch wird alle 5 Bände auch überdauern und immer wieder auch von anderen Leuten mitunter besessen werden oder daraus liest jemand anders was oder so. Das trägt so ein bisschen durch die Geschichte. In Band 2 habe ich direkt mit einem Brief angefangen. Obwohl, eigentlich ist es auch ein Tagebucheintrag. Den finde ich jetzt bloß nicht. Jetzt spinnt auch gerade mein Computer. Kaum will ich hier mal was lesen. Spinnt mein Word. Band 2, das ist jetzt natürlich ein Spoiler. Also für die, die Band 1
schon gelesen haben. Die wissen gleich, wie Band 2 in etwa anfängt. Die können auch mit dem Anfang jetzt was anfangen. Die, die Band 1 noch nicht gelesen haben, na gut, die werden das dann noch bis dahin vergessen. Wieder Min. Es gibt natürlich noch viel mehr Charaktere in Quinn, aber das spielt ja keine Rolle. Prolog. Nunmehr ein Jahr ist vergangen, seit du die irdischen Gefilde auf ewig verlassen hast. In meinen Gedanken bin ich immer noch bei dir. Ich hoffe, du hörst meine Gebete im Schrein der Ahnen und begleitest mich auf meinem Weg. Nun ist auch der Tag gekommen, da ich ein Jahr Herrin über den Thron der Jiao bin. Viel hat sich in der Zwischenzeit getan. Unsere Armee gilt als eine der gefährlichsten aller Königreiche. Die Minenarbeit wurde ein Standbein der quintanischen Wirtschaft und die Städter bekennen sich nun schamlos zur Anhängerschaft unseres Hauses. Der Handel mit dem Fürstentum Thea und dem Königreich der Jade und Kana blüht. Das Leben im Palast hat mich geprägt. Ich spüre, wie mein diplomatisches Feingefühl wächst. Unter anderem verdanke ich dieses Gefühl für rechte Momente auch Lian zu Thea, die mir während der vergangenen Triade stets zur Seite stand. Ich bin erfreut über unsere gute Zusammenarbeit. Sie hat mich viel gelehrt. Was meine Mitstreiter betrifft, die mir nicht wohlgesonnen sind, so blicke ich auf eine Zeit von Rückzug und Niederlage zurück. Unsere Vorgehensweise hat sich ausgezahlt, Taro. Das Embargo trägt nun Blüten. Die Hengbeamten wurden ihrer Stellen verwiesen, so wie wir es planten. Die Macht der Heng scheint gebrochen. Ich spüre, wie die Stadt unter den gesprengten Ketten aufatmet. Es war nicht nur ein Sieg für mich, sondern für das ganze Tal. Ich bedauere meinen Aufstieg nicht mit dir teilen zu können. Schließlich warst du es, der mir dieses Leben ermöglichte. Aber wie alle erfreulichen Entwicklungen barg auch diese ihre Schattenseiten. Der Anblick Quinns mag seit jeher der gleiche sein, doch hat der Fall des Kaisers die Landschaft maßgeblich geprägt. Wo man auch hinsieht, schlagen Soldaten ihre Lager auf. Es heißt, sie dienen zum Schutz ihrer Heimat. Aber warum die Heimat schützen, wenn der Frieden währt? Das Aufgebot des Militärs hat sich seit deinem Tod etwa verhundertfacht. Selbst die Schwesternschaft des Goldenen Lotus verfügt laut Berichten meiner Späher über eigene Soldaten. Ich bin froh, dass dir dieser Anblick erspart blieb. Dunkle Wolken ziehen am Horizont, Taro. Ich habe Angst, mich in dem aufkommenden Sturm zu verlieren. Jüngster Eintrag Min Jiaos in Taro Kaseis altes Tagebuch. Mit dem Titel Rückblick auf das erste Jahr meiner Herrschaft. Auch Band 3, um noch ein Beispiel zu geben, dann reicht es aber hier mit den Beispielen, fängt mittlerweile auch so an. Also nur um euch jetzt mal meine Linie zu zeigen. Wie gesagt, das sind jetzt keine Patentrezepte, die ich euch sagen kann, die ihr unbedingt nachmachen müsst. Es muss ja auch jeder seine eigene Möglichkeit finden. Aber das ist jetzt so die Möglichkeit, wie ich insgesamt in das Geschehen einsteige. Das ist wieder mitten im Brief, auch wieder sehr emotional. Augenblick. Da fängt es an so mit einem kleinen Gedicht, das hat Miharu geschrieben, wer sie schon kennt, das ist so eine Künstlerin. Was ist die Farbe der Freundschaft? Blau? Nein. Was ist die Farbe des Reichtums? Gelb? Leider nein. Was ist die Farbe der Unschuld? Weiß? Wer ist schon unschuldig? Was ist die Farbe des Lebens? Grün? Nein. Was ist die Farbe der Liebe? Rot? Wer weiß? Es gibt nur eine Antwort auf alle Fragen. Grau. Aus den Überlegungen Miharu Yanhukos. Jetzt schreibt Miharu dann auch einen Brief, also es kommt erst ein bisschen Text, und dann schreibt sie einen Brief, da schreibt sie: Gibt es einen Ort, an dem saftige Wiesen grünen, an dem die gelben Sonnenblumen blühen, an dem geräuschvolles blaues Wasser durch sandige Kaskaden rauscht, an dem schillernde Vögel um ihre Beute balzen und hochgewachsene Gynia-Sträucher ihre purpurfarbenen Herzblüten tragen? Wo ist dieser Ort? Ich fühle mich, als wäre ich nie dort gewesen. Aber ich war es, vor nicht allzu langer Zeit. Und doch fühlte ich mich an jenem Ort nicht wohl. Dabei war mir alles gegeben. Die Natur schenkt uns Menschen ihre Schönheit, ohne dass sie von uns eine Gegenleistung erwartet. Einfach so. Miharu lächelte, ohne dass er danach war. So lange habe ich an diesem Ort gelebt, und nun existiert er nur noch in meiner Erinnerung. Ich kenne ihn nicht mehr. Die Tristesse meiner neuen Heimat hat mich all meiner Fantasie beraubt. Ich merke, wie ich Tag für Tag abstumpfe, wie alle Farben allmählich im schummrigen Licht der Nebelwälder verblassen. Die Dunkelheit des Unterholzes verschlingt sie von der Oberfläche. Dann geht's weiter im Text. Grau. Sie hat dieses Wort öfter benutzt als alle anderen. Grau. Immer wieder schrieb sie es nieder. Etwas anderes fiel ihr nicht ein. Miharu griff nach dem wolfsköpfigen Knauf eines Schubfaches und zog es auf. Darin lagen ihre alten Briefe, feinsäuberlich gestapelt. Den ältesten nahm sie heraus und legte ihn aufgefaltet auf den Tisch. Jetzt noch ein kleiner Brief. Yanhukuo. Mein neuer Name.
Er strotzt vor Kraft, Leidenschaft und einer nicht enden wollenden Geschichte von Traditionen, Sitten und Gebräuchen. Mit diesem Namen beginnt für mich ein neues Leben. Endlich. Miharu Yanvuko zum Haus der Nebel. Dieser Name legt sich geschmeidig um meinen Körper, so wie es auch mein Gatte tut. Ich trage ihn mit Stolz. Tür und Tor stehen mir offen zu einer Welt ungeahnter Möglichkeiten. Malerei, Tanz, Schauspiel und Musik sind die höchsten Künste, die das Haus der Nebel lehrt. Hier werde ich erwachen. Noch schlummern meine Talente unter dem ehemaligen Gewand Kanas. Aber sie regen sich. Ich spüre die Inspiration, die meine Adern hier durchströmt. Ich kann sie förmlich fühlen. Meine Hände kribbeln bei dem kleinsten Blick auf die Leinwand. Meine Feder findet schon jetzt keine Ruhe. Sie kratzt über das hellgraue Papier wie seit Jahren nicht mehr. Ich habe schon neue Tinte angefordert. Yanvuko. Diese Unterschrift ist ein Synonym für die Kunst, die seit Hunderten von Jahren seitens dieser Familie gepflegt wird. Und ich bin ein Teil von ihr. Ein Leben für die Kunst, ein Leben für den Geist, die Schöpfung und die Ästhetik. Was kann es Schöneres geben? Wenn sie diesen Brief heute las, musste sie sich die Tränen verkneifen. Oh, entschuldigt bitte. Ja, das ist jetzt so die Art und Weise, wie ich in die Geschichte insgesamt einsteige. Das war jetzt schon der Einstieg von Band 3, also Spoiler. Hätte ich euch vielleicht vorher sagen sollen. Naja, aber sonderlich bekannt bin ich auf YouTube jetzt nicht. Und dass die Quillensaga irgendwann veröffentlicht wird. Halte ich jetzt mal auch für unwahrscheinlich in diesem Moment, aber das spielt ja keine Rolle. Ja, also das ist jetzt so die Art und Weise, wie ich einsteige. Jeder sollte natürlich seine eigene finden, aber ich persönlich finde es ganz cool, wenn irgendwie sowas Emotionales ist und man Einblick in die Welt von irgendeiner Person hat und sich dann fragt, na, was ist da los, was ist da passiert. Natürlich können die Leute, also wenn man jetzt Band 2 oder 3 liest, kennt man ja schon die Geschichte. Im zweiten und dritten Band ist ein Einstieg zu finden, ja, finde ich, viel einfacher als im allerersten Band, weil den kennt man schon die Vorgeschichte, weiß in etwa, was passiert. Da kann man noch irgendwie anknüpfen und der Leser hat sich auch vielleicht schon von der Qualität oder der Nicht-Qualität, also ich will jetzt hier um Himmels Willen nicht sagen, dass alles, was ich mache, super qualitativ ist, hat sich der Leser schon von überzeugt im ersten Band. Ist aber das Einstiegskapitel des ersten Bandes totaler Müll und der Rest des ersten Bandes ist aber toll, wird der Leser ja trotzdem nicht das erste Buch lesen, weil der Einstieg Mist ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wie gesagt, das waren jetzt keine Patentrezepte. Ich hoffe, ich kann euch wieder ein bisschen motivieren oder sowas. Das war jetzt mein kleiner Erfahrungsbericht zu Einstiegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fragen, Kommentare und sonst irgendwie was bitte hier drunter schreiben. Irgendwie was liken oder sowas müsst ihr nicht unbedingt. Das halte ich eh für schwachsinnig. Alles klar und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut!